Mein Name ist Valerie Reif und ich bin Botschafterin für die Equality Initiative. Herzlich willkommen, Valerie. Vielen Dank dir auch, dass du als Botschafterin für die Equality in Energy Transitions Initiative zur Verfügung stehst. Bitte sag uns, was steht auf deiner Visitenkarte? Das ist wahrscheinlich ein Zeichen der Zeit, aber ich habe keine physische Visitenkarte. Auf meiner virtuellen Visitenkarte, also auf LinkedIn, steht seit kurzem Senior Consultant Magnus Energy und der Vorstand für 5 Jahre Research Associate Florence School of Regulation. Warum hast du dich für eine Karriere in der Energiebranche entschieden? Ja, ich habe zunächst einen Bachelor in European Studies an der Universität in Passau in Deutschland gemacht, mit Fokus auf Politikwissenschaften und Europäische Union. Und ich habe aber schon relativ bald gewusst, dass das alleine wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Und dann habe ich mich an der FH Technikum Wien beworben für den Studiengang Erneuerbare Energietechnologien. Und ich hatte das Glück, muss man sagen, dass ich einen Studiengangsleiter hatte, der davor schon gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht hat. Und der hat mir sozusagen eine Chance gegeben. Und ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, er hat wahrscheinlich ein gutes Gespür bewiesen, wenn man das so sagen kann. Weil ich habe nicht nur den Bachelor gemacht, sondern auch noch den Master drangehängt. Und danach war ich als Research Associate, also wissenschaftliche Mitarbeiterin, für 5 Jahre an der Florence School of Regulation in Florenz in Italien mit Fokus auf EU Electricity Policy und Regulation und vor allem das Thema Netzkodizes, also EU Electricity Network Rules and Guidelines. Und ich habe dann einen Arbeitgeber gesucht, der ähnlich europäisch und dynamisch ist und habe jetzt mit Magnus Energy einen gefunden und bin momentan sehr glücklich. Wie verläuft ein typischer Arbeitsalltag bei dir? Ja, meine Tage sind sehr vielfältig, muss man sagen, Gott sei Dank, weil ich betreue momentan 3 bis 4 Projekte plus noch ein paar interne, kleinere Projekte. Das heißt, die Themen wechseln sich ganz schön ab. Was alle Tage leider gemeinsam hat oder viele meiner Tage ist, dass ich viel Computerarbeit habe und das versuche ich dann am Abend mit Sport auszugleichen. Mit welchen Herausforderungen warst du in den vergangenen Jahren aufgrund der Energiekrise konfrontiert? Ich glaube, für die Branche war das schon ein bisschen ein Schockmoment oder eine Schockperiode, als es diese Diskussion gab, do markets work versus markets work as expected. Ja? Also die Märkte funktionieren so, wie man es erwartet hat. Und ich glaube, da haben wir sozusagen als Branche noch ein bisschen die Kurve gekratzt und können auch ganz froh sein, dass wir uns jetzt insgesamt, glaube ich, schon darauf verständigt haben, dass die Märkte so funktionieren wie erwartet und dass man aber eventuell ein paar Reformen angehen muss, die vielleicht auch schon länger ausständig sind. Das, glaube ich, war eine Herausforderung für die gesamte Branche. Und was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass Frauen in der Energiebranche nach wie vor unterrepräsentiert sind? Ich glaube, es gibt viele Gründe. Für mich stechen vielleicht 2 besonders heraus. Der eine ist, dass ich glaube, es gibt noch immer zu wenig Sichtbarkeit über die Vielfalt, also sozusagen, dass der Energiesektor nicht nur technisch ist oder nur ökonomisch, sondern dass unter diesem Begriff Energiesektor wirklich ganz viele verschiedene Berufe und auch Karrieremöglichkeiten existieren. Und ich glaube, die Equality Initiative zum Beispiel leistet ja einen wirklich wichtigen Beitrag dazu, das auch sichtbar zu machen. Und ein zweiter Punkt, ich meine, Allgemeinplätze sind immer ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, allgemein gesprochen haben vielleicht Frauen auch noch ein bisschen Nachholbedarf, was Netzwerken betrifft. Sind dir während deiner Laufbahn, was Chancengleichheit angeht, Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Bereich und dem Energiesektor aufgefallen? Wenn ich vielleicht zuerst auf Gemeinsamkeiten eingehen kann. Ich glaube, eine Gemeinsamkeit, vielleicht eine traurige Gemeinsamkeit, die beiden haben, ist, wenn man diese Pyramide betrachtet in den Hierarchien, sozusagen in der Laufbahn einer Person, dann glaube ich, gibt es in den unteren Ebenen sehr viele Frauen. Und dann nach oben hin, je nachdem, ob das zum Professor hingeht im akademischen Bereich oder zum, sagen wir, CEO in der Branche selber, wird es, glaube ich, immer dünner, was die Frauen betrifft. Was ich aber auch sehe in beiden, ist, dass immer mehr Frauen unten nachkommen. Und wenn ich so bei mir jetzt links und rechts schaue, dann sind es wirklich viele extrem dynamische, kompetente, interessierte, wissbegierige Frauen. Und ich glaube, dass wir vielleicht noch ein bisschen warten müssen und dass sich das auch, ja, natürlicherweise ein bisschen ändern wird. Also da sehe ich schon einen positiven Trend. Grundsätzlich glaube ich, dass der Forschungsbereich immer ein bisschen progressiver ist als die Branche selber. Während deiner Arbeit hast du dich auch sehr stark mit der Regulierung des Energiemarkts beschäftigt. Werden die spezifischen Bedürfnisse von den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber insbesondere auch von Frauen in der Ausgestaltung unseres Energiesystems ausreichend berücksichtigt? Ich glaube, also ein Grundsatz der Regulierung, vor allem im Konsumentenbereich, ist ja Konsumentinnen-Schutz.
Und das ist sozusagen ein Grundverständnis der Regulierung, Schutz vor Marktmacht, potenzieller Marktmacht von Monopolen und dementsprechend auch von potenziell hohen Preisen und geringer Servicequalität. Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass man diese grundsätzlichen Prinzipien in Frage stellt, aber was man schon sieht, ist sozusagen ein bisschen ein Hinterfragen, ob man das nicht anpassen sollte an auch die Gegebenheiten, die man jetzt sieht im Sektor. Und da geht es halt spezifisch von mehr passiven Konsumenten, Konsumentinnen hin zu mehr aktiven Konsumenten, Konsumentinnen. Und da gab es zum Beispiel ein wirklich interessantes Paper vom Council of European Energy Regulators, von CEER, vor einigen Jahren. Und die haben gesagt, vielleicht geht es in Zukunft mehr darum, dass man schaut, aktive Konsumenten wollen vielleicht mehr Information und weniger Schutz und passive Konsumenten wollen vielleicht mehr Schutz und weniger Information. Und dann gibt es natürlich Graubereiche dazwischen oder zwischen Kategorien. Und ich glaube, da geht es weniger um Frauen oder Männer, sondern es geht grundsätzlich darum, dass sich einfach das Konsumentenverhalten verändert, auch im Energiebereich, und dass das auch in der Regulierung berücksichtigt werden muss und wird auch. Wenn wir jetzt nun 5 Jahre nach vorne schauen, woran könnte man erkennen, dass sich hinsichtlich Chancengleichheit etwas verändert hat? Wenn ich ein ganz konkretes Beispiel bemühen darf, ich habe viel Moderationstätigkeit gemacht, vor allem in Florenz. Und ich glaube, ein wirkliches Achievement wäre, wenn wir in 5 Jahren eine Diskussionsrunde organisieren und man als Moderatorin erstens mal nicht die einzige Frau ist und zweitens mal sich nicht krampfhaft bemühen muss, dass man eine Frau findet unter vielleicht 5 Diskussionsteilnehmern, sondern dass es wirklich ein Pool gibt an Frauen, die gerne bereit sind, da teilzunehmen. Und wenn mir die Frau aus irgendeinem Grund ausfällt, vielleicht ist sie krank, vielleicht ist sie arbeitstechnisch verhindert, dass ich dann nicht erst wieder mit einem All-Male-Panel dastehe, sondern wirklich ein Pool habe an Leuten, an Frauen, die bereit sind, da einzuspringen. Das, glaube ich, wäre ein ganz konkretes Beispiel, was wirklich ein Fortschritt wäre. Was ist dein Beitrag zum Gelingen der Energiewende, auf den du besonders stolz bist? Ich habe in Florenz zusammen mit Kollegen viele Trainingkurse organisiert und war auch Vortragende, vor allem im Bereich EU Network Codes and Guidelines, also Netzkodizes. Und das ist wahnsinnig bereichernd, wenn man sieht, dass eine ganze Gruppe an Leuten einfach wirklich wissbegierig ist und was Neues lernen will und da auch über Wochen, muss man sagen, die Motivation aufrechterhält, sich in neue Themen einzuarbeiten und auch wirklich gute Fragen zu stellen, dann gibt man denen nicht nur etwas als Vortragende, sondern bekommt auch wirklich was von denen zurück.